Hallo und willkommen zurück bei Hardspace Shipbreaker. Ja, und ich hoffe, dass... Wobei das Poster hier rechts macht Sinn, aber das linke können wir noch ändern. Ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich jetzt ein bisschen mehr aufnehme und dann eher, also immer dann, wenn wieder dran ist, auf die Kommentare eingehe, aber dann nicht so direkt, aber dafür die Folgen täglich kommen. Ich hoffe, das ist ein Deal, womit ihr zufrieden seid. Wenn nicht, dann sagt Bescheid, dann ändere ich das wieder, dann kommen die wieder zweitäglich und ich warte halt mehr. So, hier ist so die Tierzone. Das Schiff ist fertig, das heißt, wir gehen in die Ausrüstung. Gucken wir mal, wie viele Punkte haben wir? 160. Wir gucken zuerst Helm. So, hier wäre die Auffüllung. Okay. Alles mit Sicherheit. Machen wir erstmal nichts. Sprengladung. Entschärfung wäre natürlich praktisch. Zehn Sprengladungen anstatt fünf. Die Größe wird kleiner von Sprengungen für Präzisionssprengungen. Der Scanner. Schubdüsen. Mehr Treibstoff, okay. Die Verbindungsdauer finde ich jetzt gar nicht mal so stoß. Der aufladende Schuss verstärken. Finde ich stark. So, Schubdüsen. So, Schubdüsentreibstoff ist jetzt auf Maximum. Der modulare Laser. Reichweite. Ja, komm, machen wir mal die Reichweite des Schneidens. Und die Haltbarkeit. Jetzt haben wir wieder nichts und sparen dann als nächstes, das kriegen wir mit 16, wir sind zwei Leveln. Würde 114 kosten, also ein Schiff ungefähr. Also ein bisschen weniger als ein Schiff. Aber gut, wir gehen wieder rein. Nächstes Schiff. Oh, ihr Glücklichen, ich habe gar keinen Timer gestellt. So, Gefahrenstufe 7. Haben wir denn ein neues Schiff? Wir brauchen auf jeden Fall Stange und Kühlkörper. Stange und Kühlkörper. Ich gucke jetzt erstmal nicht auf die Schiffe hier. Oh, sogar Gefahrenstufe 8. Okay. Aber ich gucke... Boah, 31 Millionen? 35 Millionen? Was sind da drin? Das ist doch voll das baby winzige Schiff. Hier hätten wir Kühlkörper, aber keine Stange. Egal, ich gucke erstmal Kühlkörper und Stange. Wäre hier drin. Aber jetzt nur 12 Millionen, ne? Hier ist auch Kühlkörper und Stange. Das sind halt so kleine Schiffe. Da ist hier die Frage, ob wir die sogar in einer Schicht durchkriegen. Glaube ich nicht. Aber dann würden wir nur zwei Schichten für brauchen. Aber ist auch voll wenig Geld. Ne? Guck mal, das ist auch ein kleines Schiff. Da, guck mal, das hat aber 9 Dinger. 9 Slots. 35 Millionen. Gefahrenstufe 7. Das ist nicht mal 8. Der ist weniger wert und hat 8. Und ist weniger. Wir haben nur keine Stange. Aber das sieht nach einem kleinen Schiff aus. Wir nehmen's. Komm. Da bin ich jetzt echt gespannt, was da wohl alles drin ist. Wobei, wir haben doch jetzt auch Radioaktivität, ne? Hatte ich gar kein Tutorial. All right, listen to this. From Exeter Paulson's memoir. Man's only true skill is innovation. If one cannot innovate,
one must move aside for those who can. So true, so true. Even you guys out there, in your day-to-day, how are you innovating? How are you changing the face of salvaging? Or do you need to move aside? Think about it. Wenn ich das richtig sehe, ist der Reaktor beschädigt. Kein Sauerstoff drin. Ja gut, Reaktant ist das da hinten nicht. Ich glaube, das ist verstrahlt. Ich glaube, wir haben hier ein Strahlungsproblem. Wir könnten hier reinschneiden, glaube ich. Aber hier können wir auch rein. Ja, immer schlau, erstmal die Türknöpfe wegzumachen. Sehr intelligent auf jeden Fall. Das ist auch eine massive Front hier. Aber wir gehen erstmal rein gucken. Gucken wir mal, wie es da drin aussieht. Hi. Gut, das Gucken verbraucht natürlich viel Zeit. Oh, hier sind wieder einiges an Postern, die ich nicht einsammeln kann. Ach so. Okay, kurios. Also ich muss das Teil ausgewählt haben, um Poster einzusammeln. Eine Schraube. Hier fliegen ein paar Schrauben rum. Flugterminal. Hier sind Vorräte. Oh, was ist das? Sauerstoff, okay. Also wir haben hier Sauerstoff. Zweimal. Haben wir auch Treibstoff? Sehe ich nicht. Dreimal Sauerstoff und ein Poster. Gut, weil ich so viel Zeit vertrödel, werden wir auf jeden Fall zweimal rein müssen. Schaltkreis. Ein Häschen. Ah, hier ist Treibstoff. Nice. Hier ist die Kühleinheit. Kein Durchgang zum Reaktor, okay. Den sprengen wir uns zur Not. Das ist ein Transportschiff. Hier geht's zum Reaktor. Ah, hier ist ein bisschen Strahlung. Deswegen ist ja alles so verwirrt. Krieg aber keinen Schaden. Der ist hinter Glaswänden verstärkt. Okay. Ich sehe... Ah, hier ist der Zugang. Ich wollte gerade sagen, ich sehe keinen Zugang tatsächlich. Aber hier ist einer. So, hier ist einmal Flicken, Schubdüsen, Schubdüsen. So, wir haben Sicherung. Hier ist Treibstoff. Die Sicherungen sind... Es gibt drei Stück, die sind alle aktiv. Hier fliegen nochmal Pakete rum. Ein Kühlkörper. Hier gibt es auch Kühlmitteltanks. Das ist schon interessant. Okay, hier komme ich nicht durch. Die Außenhülle sollte aber ohne Probleme lösbar sein. Ich guck gerade, ob irgendwo was fest befestigt ist. Temperatursteuereinheit. Für eine Ionenspule. Oh, wir haben hier drei Schubdüsen. Hier ist der Kühlmittelweg. Da sind Treibstoff. Die Frage ist, kann ich Treibstoff ablassen?
gehen wir nochmal in den Scanner ran. Systeme, Treibstoff. Ich muss gucken, ob ich Treibstoff entleeren kann. Gut, es bricht keine Strahlung aus. So, habe ich hier Treibstoffentleerung. Entsorgungseinheit. Gut, ich habe aber, so wie es aussieht, nicht die Möglichkeit, Treibstoff rauszuspülen. Nee, die leuchten gelb. Jetzt weiß ich nicht, ob das heißt, ob da Treibstoff drin ist oder nicht. Aber das ist natürlich nicht so geil. So, ich kann die entkuppeln. Ich sehe aber auch im Scanner nicht. Die könnten bersten. Vor allem, da die nicht entleert sind. Das ist halt ein Problem, ne? Hat funktioniert. Glück gehabt. Hat funktioniert. Glück gehabt. Hat funktioniert. Gut. Dann könnten wir die entfernen. Sollten wir schon Strom abstellen? Wenn wir Strom abstellen, weiß ich nicht, ob das mit dem Treibstoff, ob die Kühlung noch funktioniert. Deswegen lassen wir das. Wir gehen jetzt erstmal raus und holen die Schubdüsen raus. Ich weiß, wir haben sehr viel Zeit vertrödelt, indem wir einfach nur rumgeguckt haben. Hier ist ja noch einer. Mal ein Poster. Medikit. Wobei diese Anzug... Ne, Reparatursets, ne? Da, die können wir eigentlich... Upsala, schon mal mitnehmen. Weil die sammeln wir ja so. Gut, dann gehen wir nochmal raus. Wenn ich gerade den Ausweg finde. Hallo? Ja, gut. Ist aber ein schönes Schiff. Ich wollte halt noch so ein paar Dämpfer einsammeln, ne? Das war es nämlich gewesen. Ja, Geld werde ich... Ja doch, wir werden Plus machen, die Folge, wenn ich ja jetzt die Schubdüsen raushole. Aber ich finde, das gehört auch dazu. Erstmal das Schiff erkunden, um sicheres Arbeiten zu ermöglichen. Ich finde, ich könnte auch einfach anfangen zu zerlegen und dann passiert was. Bin ich aber auch selber schuld. Ganz ehrlich. Aber gut, jetzt haben wir fast die ganze Schicht nur damit verbracht, zu gucken. Oh, shit. Ich hab vergessen, dass mein Boost so stark ist. Nein! Valuable component incinerated. Don't do that. Viertelmillion weg. Das Schiff ist größer, als ich erwartet hätte, tatsächlich. Und ich habe meinen Boost, der gelevelt, der ist jetzt so stark, da muss ich aufpassen. Alter. Processing valuable. Cutter, we got 5 minutes left till we call it a day. We were out. Da muss ich echt aufpassen, weil das Ding so stark ist.
heißt, ich kann jetzt viel mehr damit wegschießen, aber die Gefahr, dass ich was falsch mache oder mich dabei verletze, ist auch enorm gestiegen. Zum Beispiel, ich konnte die Folge nicht so einfach rausziehen. Salvage secured. Account credit applied. So, ich würde sagen, wir kümmern uns zuerst um die Hüllen. Weil die müssten wir eigentlich easy entnehmen können. Das sind so Vorbereitungen eigentlich, ne? So die erste Folge, ach Quatsch, die erste Schicht ist dann so Vorbereitung. Schön an denen vorbei. Muss man echt aufpassen, weil die so nah da dran sind, dass sie nicht da reingezogen werden. Danke. Aber lustig, wie sich das gewandelt hat, ne? Am Anfang habe ich immer so gemacht, alles andere und als letztes den Reaktor. Und mittlerweile fange ich irgendwie immer beim Reaktor an, ne? So, sind jetzt alle vier Schubdüsen unten? Ja, der eine wird sogar noch runtergezogen. Okay. Dann kümmern wir uns weiter um die Außenwände. Das Ding ist lose. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Die Wand hängen noch irgendwo ineinander. Aber wir versuchen trotzdem, außer dieses Verbindungsstück, die ganzen Verbindungsstücke weiter zu trennen. Ich war mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Oh! Einfach mal ein Loch in die Hülle geschnitten. Boah, drei Stück auf einmal. Hinten muss ich aufpassen wegen dem Kühltank. Sind die alle lose gewesen? Hängt da nichts dran? Da hängt tatsächlich nichts dran. Ja, dann weg mit euch, ne? One minute left, Cutter. Time to start wrapping things up. Processing object. Applying credit to account. Okay, hier hängt die komplette Seite dran. Das werde ich zeitlich nicht mehr schaffen, deswegen schicken wir das noch nicht los. Salvage accepted. Credit applied. So, ist drin. Was mit der? Okay. Das ist aber cool. Das ist eine coole Hülle drum. Ja, 4,5 Millionen haben wir rausgeholt. Eine Haube haben wir zerstört, ja. Ich
mich ein bisschen unterschätzt und meine Zielfähigkeiten überschätzt. Passiert, ne? Ja, ja, laber du. Ist mir egal, was du sagst. Oh, neue Poster. Neues Poster. Neues Poster. Neues. Und wir starten direkt rein. Keine Zeit verlieren, wir wollen arbeiten. Was ist da los? Arbeiten. Hey, Didi. I always meant to ask. Did you like living in New Manila? Mm-hmm. Is it, like, similar to living on Earth? Guess so. How about the weather? Or, like, I guess it's artificial mostly, right? Mm-hmm. You know, I miss sunsets, like on Earth, a lot. Yeah. Kaido, maybe, lay it off, eh? Oh, yeah. Sorry, Didi. It's all right, kiddo. Not much of a talker over here. Maybe one day with a few beers, eh? Das Ding ist langsam, aber es geht ab. Das ist die Hauptsache. Schneiden wir mal den Rest raus. Schneiden wieder unten lang. Da oben lang schneiden wird ja auch ein bisschen anders. Da hinten muss ich allerdings aufpassen beim Schneiden. Wegen der Leitung. Valuable object accepted for processing. So. Jetzt denke ich mal, ist aber hier einiges lose. Hier unten. So, ich sehe auch keine Halterung mehr. Das heißt, ich muss hier eigentlich jetzt alles von hier wegschicken können. Wie es hiermit aussieht, weiß ich nicht, weil das sehr befestigt aussieht, ne? Okay, das ist lose. Geh einfach auch mal dahin. Nehmen wir mal die Lampe da raus. Das sieht aber auch aus, als könnte man das hier rausreißen. Gucken wir mal. Okay. Verstehe. Wir müssen das da vorsichtig rausziehen. Bewegt sich. Komm schon. Ja. Zieh, 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 zieh. Zieh es raus. Du schaffst es. Sehr gut. Reicht, oder? Müsste reichen.
Ja gut, das Fenster ist Schmelzofen, aber das ist so klein, das juckt mich jetzt nicht. So, ist auch rein. Richtig da reingestoßen. Müssen ja jetzt auch nicht immer Verbinder verbrauchen, weißt du? Processor deposit accepted. Credits awarded. Wenn man so Sachen so easy da reinschießen kann, warum nicht, ne? Aber ich würde gerne mal was probieren. Du da dran. Und du an den. Und du da rein. Ich glaube, da habe ich gerade aus Versehen einen da reingekickt. Object processed. Transferring credits. War ja auch nur ein Versuch, ne? Salvage goal met. Rewards will be paid. Und schon, saug es rein. Credits deposited. Oh, warte, den müssen wir erstmal nach unten ziehen. Okay, da bewegt sich gar nichts. Bei dem fetten Teil hier am Ende. Okay. Ah, okay, das ist aber lose. Processing object. Applying credits to account. Hier ist viel Schmelzofen bei. Aber auch ein bisschen Prozessor. Wobei, ich glaube, das wäre besser ein Prozessor. Material deposited. Na gut, jetzt geht er dann doch da rein. Aber beeil dich auch. So, damit wären die unteren Sachen eigentlich schon mal durch, bis auf das Heck hinten. Object accepted for processing. Credits deposited. Sind denn noch Halterungen? Der mittlere Block, ansonsten sind oben. Ja gut, wir können uns ja jetzt um die oberen kümmern. Oberen Halterungen. Dann hätten wir nachher das komplette Dach lose und den kompletten Untergrund. So, den haben wir anscheinend schon entfernt. Hinten muss ich wegen dem Treibstoff aufpassen. Oh, hier kann ich in Stings schneiden. Uncool. Ich mag das nicht, wenn auf einmal die Hülle beschädigt wird. So, boah, da habe ich aber den hinten sehr schön mit hier weggebrutzelt. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Und hier ist wieder so eine doofe Dings. Hier habe ich den da oben schon. Ah ne, der ist hier. Hier ist der. Ich wollte gerade sagen, habe ich den mit weggeritzt? Das wäre krass gewesen. Ach, das ist schon wieder mitten reingeschnitten. So, hier müsste noch einer sein. So, damit wäre der lose. Hier die Zwischenstücke muss ich auch noch. So. Zack. Hier ist noch ein Zwischenstück. Zack.
Und das Zwischenstück haben wir? Nee, haben wir nicht. So. Können wir raus? Und die ganzen Dächer erstmal loswerden hier. Krieg ihn rein! Sehr schön. Tschüss. War nichts kaputt. Cutter. Tschüss. You're looking at roughly 5 minutes left in this shift. Keep on at it. Weaver out. Warum hängt der fest? Verstehe ich nicht. Ja. Zu gefährlich. So. So machen. Ja, wir haben einfach mal einen Dampfkanal aus Versehen abgemacht, was gar nicht so geplant war. Aber hey. Passiert. Ja, da ist zwar Schmelzofen mit bei. Ist da eine Lampe mit bei? Da nicht, hier schon. Aua. Salvage deposit confirmed. Applying credit. Geh mal da hinten hin. Geht das? Valuable object processed. Credits awarded. Ja, es bewegt sich. Oh, diese Riesenteile zu bewegen, das ist schon ein Akt, ne? Tether supplies are low. Hängt auch das ganze Teil dran. Hier muss man halt echt aufpassen, dass das nicht in den Schmelzofen reinläuft. Einen habe ich noch. Für den. Dann holen wir mal neu. So. Welcome to Vendetron 9000. Thank you for your tethers restored. Der wollte gerade ein bisschen da reingesaugt werden, ne? Aber der soll nicht in das reingesaugt werden, sondern in das andere. Ist das ein Akt? Left to wrap things up, Cutter? Warning. Oxygen low. Note that oxygen costs can be reduced through good breathing practices.
Aber ich kann mir mal ein Treibstoffding holen. Credits awarded. Salvage goal reached. Rewards assigned. Okay, irgendwas habe ich gerade rein. War es der Dicke? Der Dicke ist zumindest weg. Der ist noch da. Oxygen reserves are critical. Reminder. Employees are responsible for regulating carbon dioxide levels. Ja, die Zeit ist ja jetzt um. Und da geht das um Sauerstoff. Gerade so geklappt. So, 7 Millionen gemacht. Wir haben ein bisschen was zerstört. Eine halbe Million fast insgesamt. Hello, Shipbreaker. Please enjoy this inspirational message. The last 10% of a job takes as much energy as the first 90%. So. Which is why halt die Klappe. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.